Hallo, ich bin Eljenyx und das ist der 18. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part wurde unsere Raya zum Kind und in diesem Part hat sie tatsächlich schon ihren ersten Schultag und da werden wir sie natürlich begleiten. Aber bevor wir reinstarten, möchte ich noch ganz kurz etwas ansprechen. Ich habe mich anscheinend mit einigen von euch angelegt, weil Iana laut vielen von euch mit Lou schlecht umgegangen ist. Aber ich erzähle euch jetzt mal ein Geheimnis. Ich bin nicht Iana. Ich versuche hier für euch nur eine spannende Geschichte zu erzählen. Und auch wenn Iana unsere Hauptperson ist, heißt das nicht, dass sie immer die richtigen Entscheidungen trifft oder dass ich sie immer die richtigen Entscheidungen treffen lasse. Zusammenfassend kann man über deren Beziehung sagen, sie haben einander einfach nicht gut behandelt. Und wie bei jeder anderen Trennung auch, gibt es zwei Seiten. Und da wir eben aktiv mit Iana spielen, erzähle ich natürlich aus ihrer Perspektive. Viele von euch wünschen sich, dass die beiden wieder zusammenkommen. Und das schließe ich natürlich absolut nicht aus. Die beiden haben eine besondere Bindung und das habe ich nicht vergessen. Aber manchmal trifft man eben die richtige Person zu früh. Und auch die richtige Person zum falschen Zeitpunkt kann zu einer ungesunden Beziehung führen. Ob der richtige Zeitpunkt für die beiden in diesem Let's Play noch kommen wird, das werden wir sehen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, aber bitte respektvoll, mir und meinen Sims gegenüber. Danke. Und danke natürlich, dass ihr da seid. Wir starten jetzt in den Part hinein. Aber bevor wir zur Familie Hemming reisen, muss ich euch hier in Moonwood Mill noch eine Kleinigkeit zeigen. Wie ihr seht, das Geschäft ist weg. Stattdessen befindet sich hier eine Schule. Offiziell ist es eine Schule für Hanford und Bagley, aber ich finde, sie passt einfach perfekt hier nach Moonwood Mill. Keine Sorge, die werden wir uns in diesem Part definitiv noch genauer ansehen. Von Ianas Geschäft mussten wir uns leider verabschieden, denn immer wenn ich reingehen wollte, ist mein Spiel abgestürzt. Das ist natürlich sehr, sehr schade, aber ich habe mir gedacht, es passt auch irgendwie zur Storyline, denn man kann ja sagen, dass Iana und Lou sich dazu entschieden haben, das Geschäft zu verkaufen, als sie sich getrennt haben. Und ich habe jetzt auch Lou das Geld dafür gegeben. Es war insgesamt 25.000 wert, 20.000 habe ich Lou gegeben und 5.000 habe ich Iana gegeben, weil eben noch ein paar Möbel von ihr dort waren und ich dachte, das entspricht dann so in etwa dem Wert. Lou konnte sich von dem Geld übrigens auch eine neue Wohnung kaufen und Raya wird ihn auch schon sehr, sehr bald dort besuchen. Das heißt, wir sagen jetzt einfach, Iana und Lou haben den Baugrund an die Gemeinde verkauft und die hat dort jetzt eine Grundschule platziert. Ich hoffe, euch gefällt die Storyline. Schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gern in die Kommentare. Wie gesagt, mein Spiel hat wegen dem Geschäft einfach nicht mehr funktioniert. Und ja, ich finde, es ist aber eine ganz nette Lösung und passt auch gut in unser Spiel. Und wir haben jetzt kurz vor 6 Uhr früh. Es ist ein Tag nach Rayas Geburtstag und sie spielt gerade mit Yoru. Sie ist tatsächlich schon wach. Okay, es ist tatsächlich erst 6:30 Uhr früh. Auf jeden Fall ist sie schon wach. Sie ist nämlich schon ziemlich früh ins Bett gefallen. Und in der Zwischenzeit teilen sich Iana und sie übrigens dieses Bett. Denn ja, sie hat nur das Kleinkindbett und irgendwie... Oh, wow. Sie hat gerade die erste Stufe vom Bestreben abgeschlossen. Jetzt muss sie noch Level 5 der Sozialfähigkeit erreichen und eine Freundschaft fürs Leben schließen. Wie süß. Vielleicht schaffen wir das heute tatsächlich schon in der Schule. Auf jeden Fall wollte ich sagen, wir haben hier ja noch nur das Kleinkindbett. Und irgendwie hätte ich gerne, dass Iana ihr ein Bett baut. Also ich weiß gar nicht, ob das geht mit diesem Tisch. Bis jetzt können wir es nämlich noch nicht bauen. Aber sie ist schon auf Geschicklichkeitslevel 7. Also keine Ahnung, ob das noch kommt. Falls das jemand von euch weiß, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Weil irgendwie würde ich das super süß finden, wenn sie ihr ein Bett bauen würde. Und außerdem würden wir uns Geld sparen. Denn da das Geschäft ihr Zweck ist, habe ich auch keine Ahnung, wie Iana Geld verdienen könnte. Ich habe überlegt, vielleicht könnte sie auch Bücher schreiben. Das würde ja irgendwie zum Geschichtsstudium passen und dazu, dass sie ein Werwolf ist. Also ich glaube, sie hätte da schon ein paar spannende Dinge zu erzählen. Raya ist übrigens auch super wütend. Also sie hat hier die Stimmung biestiger Wachstumsschub, weil ein kleiner Werwolf ist. Das Großwerden ist schon seltsam genug. Und jetzt auch noch das? Okay, also sie scheint langsam zu bemerken, dass sie ein Werwolf ist. Hier sehen wir, wie gesagt, ja noch nichts, also bis auf das da unten, dass hier eben dieses Wolfsymbol ist. Aber sie hat doch keine Wutanzeige. Also ich vermute, es ist dann wie bei den Vampiren, dass sie sich eben als Teenagerin dann das erste Mal verwandelt. Und irgendwie macht sie die ganze Zeit Blödsinn. Du könntest aber einfach mal Yoru füttern. Und in der Nacht hat sie übrigens auch schon die Hausaufgaben erledigt.
Also sie ist top vorbereitet für den ersten Schultag und ich bin auch schon sehr gespannt, wie es ihr gehen wird. Und schon bekommen wir die Benachrichtigung. Es wird Zeit für Kariya Yuna in die Schule aufzubrechen. Es wäre doch viel spannender, ihr dorthin zu folgen. Und genau das werden wir jetzt machen. Das ist übrigens der Go-To-School-Mod von Serbu, falls den jemand von euch nicht kennt. Und wir sind da. Tag der Einführung. Willkommen in deiner neuen Schule. Hier bringen wir dir die Welt näher, in der du lebst, sodass dein Wissen genauso schnell wächst wie dein Kopf. Es ist wirklich wichtig, denn es wäre schon sehr krass, wenn dein Gehirn immer gleich groß bliebe. Bist du bereit? Wähle den Lehrer aus, den du beim Podium finden solltest und dann an Einführungsveranstaltung teilnehmen. Die ganze Welt könnte eines Tages von dir abhängen. Und wie wir sehen, haben wir hier jetzt eben unterschiedliche Aufgaben, also jetzt eben nur an Einführungsveranstaltung teilnehmen. Und hier sehen wir auch schon jede Menge Schüler. Wer bist du? Bist du ein Lehrer? Er ist der Caterer und die Hausmeisterin. Okay. Haben wir da irgendwelche coolen Kinder, mit denen ich mich gern anfreunden würde? Wer bist du? Corina. Sieht ein bisschen ängstlich aus. Passt jetzt nicht zu ihr. Moritz sieht da schon ein bisschen eher so aus, als wäre er Ianas Freund. Hier ist auch einer mit einer Sonnenbrille. Felix. Okay. Wer bist du? Enrico. Oh, Enrico ist süß. Sag mal Hallo zu Enrico. Stell dich mal lustig bei ihm vor. Chase sieht nicht so aus, als würde er zu ihr passen. Er sieht eher so aus wie der Streberboy und sie ist ja eher die Coole. Jetzt bleibt da. Ich will euch ansehen. Dann haben wir hier Christina und Alessia. Oh, das ist eine Björksen. Die haben Geld. Aber okay. Sie sagt mal Hallo zu Enrico und dann, was möchte sie tun? Okay, sie möchte ihn beschimpfen. Gut, ja. Ich glaube, sie macht sehr, sehr schnell Freunde. Sehr, sehr gut. Und hier ist ein Alien? Hallo, Mirko Schneider. Unser Lehrer ist ein Alien. Okay. Dann werden wir jetzt mal an Einführungsveranstaltung teilnehmen. Ich hoffe, es haben alle Platz. Also, wie gesagt, diese Schule ist aus der Galerie. Und ich finde sie unglaublich cool, weil ich finde, sie passt einfach perfekt hier hin. Also, wie gesagt, sie ist eigentlich für Hanford und Bagley vorgesehen, aber sie passt auch perfekt hier hin. Ja, hier ist das Klassenzimmer, dann ist hier die Direktorin, glaube ich, die Schulleiterin, genau. Und ja, da oben haben wir noch einen Raum, in dem man malen kann, hier kann man experimentieren. Also, es gibt alles, was man sich wünschen kann. Weißt du bereits, wie du Fragen stellen kannst? Du bewegst deinen Mund und nutzt ihn zum Geräusche machen. Aha, okay. Du weißt schon, wie du es sonst auch machst, wenn du mit jemandem sprechen möchtest. Versuch's einfach. Gut, dann werden wir dem Lehrer einfach mal Fragen stellen. Vielleicht können wir ja irgendwelche schelmischen Interaktionen machen. Ich glaube nämlich, dass sie so ein Kind ist, das gerne Blödsinn macht im Unterricht. Ja, können wir jetzt doch keine Fragen stellen? Ach da. Gut, dann fragen wir mal über die Kreativitätsfähigkeit. Dann nochmal über Mentalfähigkeit. Einmal über Sozialfähigkeit. Und einmal über Motorik. Fragen wir ihn einfach alles, was wir fragen können. Und dadurch hat sie jetzt die Mentalfähigkeit erworben. Deine nächste Aufgabe ist es, auf einem Maltisch zu zeichnen, was dir im Kopf herumschwirrt. Es wird nicht echt werden, keine Angst. Ja, das klingt gut. Ich könnte mir nämlich tatsächlich vorstellen, dass sie einen Werwolf oder so zeichnet. Also als Kind hat sie ja noch nie einen Werwolf gesehen. Aber als Kleinkind, also vielleicht kann sie sich noch ein bisschen dran erinnern. Dann werden wir jetzt einfach gruselige Feiertagsbasteleien anfertigen. Und dann müssen wir eben noch ein Bild zeichnen. Sie hat auch jetzt einen Wunsch mit Enrico, den sie gerade kennengelernt hat. Freunde werden mit Enrico. Oh, das ist süß. Das loggen wir mal ein. Auch wenn ich nicht verstehe, warum sie ihn dann beschimpfen wollte. Aber vielleicht ist das ihre Art und Weise, Zuneigung zu zeigen. Finde ich tatsächlich gar nicht so unrealistisch. Immerhin hat sie als Kleinkind ihre Eltern die ganze Zeit streiten sehen. Und das wird schon irgendwie was mit ihr gemacht haben. Und diese Aufgabe hätten wir jetzt auch erfüllt. Das ist die gruselige Zeichnung. Hier links sehen wir etwas, das eine Katze sein könnte, aber vielleicht ist es auch ein Werwolf. Wer weiß? Das weiß nur Raya. Gut, und dann müssen wir ein Instrument spielen. Sie kann einfach mal hier diese Geige ausprobieren. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob sie so die typische Geigenspielerin ist, aber sie kann es ja mal ausprobieren. Vielleicht macht es ihr ja Spaß. Okay, an die kommt sie nicht ran. Dann versuch mal, Keyboard zu spielen. Und dann möchte ich mich, glaube ich, noch ein wenig mit Enrico unterhalten. Immerhin wünscht sie sich, dass sie sich mit ihm anfreundet. Und dann könnten die beiden ja noch irgendwas machen. Enrico? Oh, die mögen sich nicht. Okay, redet mal über Interessen. Komm, wir schaffen das. Wir freunden uns jetzt mit Enrico an. Sie wünscht sich das und wir erfüllen ihr den Wunsch.
Dann werden wir eine lustige Aktivität vorschlagen. Und dann werden wir ihn mal bitten, uns auf der Schaukel anzuschubsen. Wer weiß, vielleicht mag er das ja. Dann können die beiden gemeinsam schaukeln. Jetzt verstehen sich die beiden zumindest ein bisschen. Und jetzt gehen sie gemeinsam schaukeln. Wie süß ist das? Ich hoffe, sie kommen ran. Haben wir ihn nicht gebeten, dass er uns anschubst? Warum schubst sie jetzt ihn an? Aber egal, es ist süß. Ich finde ihn süß. Die beiden sind süß zusammen. Die können Freunde fürs Leben werden. Und das wünscht sie sich immerhin. Ich glaube, sie braucht wirklich dringend einen Freund. Weil ansonsten hat sie nur ihre Mutter und ihren Vater. Und die haben ja beide ziemliche Probleme mit ihrer Wut. Und sind auch beide ziemlich launisch. Und schreien gern herum. Deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn die kleine Raya einen Freund hat. Und dann könnten ja die beiden nochmal Ball kicken. Wieso ist Lou denn hier? Anscheinend will er seine Tochter von der Schule abholen. Ja gut, dann können die beiden gemeinsam Ball kicken. Er ist zwar noch ein bisschen zu früh, aber das rechne ich ihm hoch an. Dann können die beiden nämlich den Nachmittag gemeinsam verbringen. Also dann kann sie seine neue Wohnung anschauen. Sie hat ihn jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Das ist wirklich sehr, sehr süß. Aber vom Schulgelände weg solltest du jetzt nicht gehen. Die Schule ist doch erst in 2 Stunden aus. Okay, ich könnte mir vorstellen, sie ist einfach jetzt so aufgeregt, dass ihr Vater da ist, dass sie einfach gar nicht daran denkt, in die Schule zu gehen. Ja, das wird Iana natürlich wieder toll finden, wenn sie das herausfindet, dass sie wegen Lou früher von der Schule abgehauen ist. Diese Sims machen es mir wirklich nicht leicht. Und sie läuft jetzt zu ihm hin und sagt so, Papa, schau, ich habe hier einen Fußball. Wir können zusammen Fußball spielen. Und ich weiß nicht, ob er nicht so an Uhrzeit glaubt oder ob er einfach keine Ahnung hat, wie spät es ist. Aber ihn scheint es nicht zu stören, dass sie von der Schule früher abgehauen ist. Okay, irgendwie wollen die beiden nicht Ball spielen. Dann rede doch mal über Spielzeug. Entschuldigen? Nein, Raya, du entschuldigst dich sicher nicht bei ihm. Dann wirst du ihn einmal liebevoll umarmen. Und dann könnt ihr ja mal über die Schule reden. Und dann kannst du ihm einfach mal erzählen, wie dein Schultag verlaufen ist, dass du jemanden kennengelernt hast. Und jetzt bekommen wir die Benachrichtigung, dass der Schultag schon in einer Stunde endet. Ja, wir sind eh nicht mehr in der Schule. Uns ist das ziemlich egal. Oh, jetzt verstehen sie sich irgendwie nicht mehr so gut. Dann können sie ja mal über Interessen reden. Und dann erzählt sie ihm eine alberne Geschichte. Hey, wieso versteht die sich denn einfach nicht? Ich verstehe es nicht ganz. Frag ihn nochmal nach seinem Tag. Ich verstehe nicht, warum die sich absolut nicht verstehen. Ich mache wirklich nur liebe Interaktionen. Vielleicht ist sie ein bisschen böse. Vielleicht glaubt sie, dass er schuld ist. Und jetzt ist er einfach abgehauen. Ich dachte, er wollte sie von der Schule abholen. Und jetzt ist er einfach abgehauen, bevor die Schule überhaupt vorbei ist. Lou, ich will doch mit dir zusammenarbeiten. Du machst mir das Leben schon schwer. Gut. Raya, dann geh mal zurück in die Schule und iss eine Kleinigkeit. Wir werden hier einfach mal ein Erdnussbutter-Gelee-Sandwich essen. Sie hat immerhin sehr viel Hunger. Und dann werden wir einfach selbstständig zu Lou reisen. Vielleicht können wir ja sagen, es ist ein Notfall bei seiner Arbeit dazwischen gekommen. Ein Banküberfall oder so. Und deshalb musste er ganz schnell weg. Und wir werden jetzt eben mit Raya zu ihm reisen. Hier sind wir jetzt in San Mifuno und Lou wohnt jetzt hier unten. Also er wohnt hier in diesem Apartment. Ich habe auch ein kleines Zimmer für Raya eingerichtet, aber schauen wir uns das Ganze am besten gleich mal an. Ich hoffe, er freut sich jetzt, dass seine Tochter da ist und ich hoffe, dass die beiden sich bald besser verstehen. Ich hatte das bisher wirklich selten, dass ich immer positive Interaktionen ausführe, aber sie sich trotzdem die ganze Zeit streiten. Okay, ich glaube, das ist seine Haustür. Klopf einfach mal an. Weiß das denn nie, wenn ich da bin? Ich finde das ein bisschen verwirrend. Ja, weil hier wohnt irgendjemand anders. Gut, komm rein. Dann sprech noch mal mit deinem Vater. Dann können wir ja einmal rumblödeln. Und sie hat auch voll Hunger. Aber wie schaffen wir es denn jetzt, dass er uns etwas zu essen macht? Dann umarme ihn nochmal, obwohl du ihn gerade umarmt hast. Aber ihr seht euch ja so selten. Und dann könnt ihr ja mal über Spielzeug reden. Sie verstehen sich einfach absolut nicht. Iss einfach mal was. Nimm dir mal ein Joghurt. Ich hoffe, er hat nichts dagegen. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Hey, könnt ihr euch bitte nicht einfach verstehen? Was ist denn euer Problem eigentlich miteinander? Warum könnt ihr euch nicht lieb haben? Ist das, weil er sie eigentlich nicht wollte und weil er jetzt die Stimmung ungewolltes Kind hat?
Ich bin mir wirklich nicht sicher. Weil sie haben ja auch keine negativen Eigenschaften. Sie ist einfach nur selbstsicher. Und er ist Kunstliebhaber, kleptomanisch und romantisch. Also ich verstehe nicht, warum sie sich nicht verstehen sollten. Aber zumindest kann sie sich Essen machen, ohne dass er sich aufregt. Das ist doch schön. Und dann wird sie nochmal auf die Toilette gehen und dann könnten die beiden eigentlich gemeinsam Hausaufgaben machen. Also, wenn er ihr halt helfen möchte. Sie streiten sich einfach die ganze Zeit. Und sie hat jetzt hier die Stimmung Modespott, weil Outfit kritisiert wurde. Denn Sim braucht eine bessere Modeberatung, wenn er das nächste Mal versucht, sich anzuziehen. Also hat Lou sich gerade tatsächlich über die Kleidung von seiner Tochter lustig gemacht. Ich könnte mir das jetzt so vorstellen, dass er in Wirklichkeit Iana kritisiert hat und einfach so war, mit was lässt dich deine Mutter eigentlich zum ersten Schultag gehen? Deine Kleidung ist total kaputt und dreckig, warum siehst du so aus? Kann sie sich nicht einmal bemühen? Ja, genau so stelle ich mir das vor. Also dass es eigentlich nicht an Raya liegt, sondern an Iana. Und jetzt ist er ins Bett gegangen und heult. Ich verstehe wirklich nicht, warum er so traurig ist. Keine Ahnung. Es würde mich echt interessieren. Aber jetzt räumt er zumindest ihre leere Schüssel weg. Und können wir ihn bitten, dass er uns hilft beim Hausaufgaben machen? Ich meine, er setzt sich schon mal zu uns. Ich weiß, wenn ich ihn spielen würde, dann könnte ich einstellen, dass er ihr hilft. Aber so glaube ich leider nicht. Nein. Es ist ein unangenehmes Gespräch und sie haben einfach eine rote Leiste. Ich will doch nicht mal, dass ihr euch streitet. Was ist eigentlich euer Problem? Helfen, schlechte Beziehung zu Kitten? Hä? Wer hat eine schlechte Beziehung zu Rory? Hat Lou eine schlechte Beziehung zu Rory? Vielleicht wegen Iana? Weil Rory ja Iana verwandelt hat? Hey, könnt ihr bitte aufhören, euch zu streiten? Redet mal über Vorteile von Werwölfen. Ich glaube, das mögt ihr beide. Oh mein Gott, was passiert einfach hier? Seht ihr diese rote Leiste? Ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Die streiten sich einfach die ganze Zeit. Könnt ihr euch vielleicht einfach die ganze Zeit umarmen? Das ist das Einzige, was die beiden wollen. Okay, ihr umarmt euch jetzt einfach die ganze Zeit. Umarmen, umarmen, umarmen. Oh. Jetzt mag er nicht mal mehr seine Tochter umarmen. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Okay, wir fragen ihn jetzt, was er für ein Problem hat. Frag ihn, was er für ein Problem hat. Ich bin sehr gespannt, was er sagt. Jetzt fragt sie, warum bist du eigentlich so wütend auf mich? Warum bist du nicht nett zu mir? Oh mein Gott. Warum fragst du so blöd? Es ist doch wohl kaum zu übersehen, dass ich ein bisschen sauer bin. Nein, Lou, so redest du garantiert nicht mit deinem Kind. Ich glaube, dass es ihr jetzt langsam auch reicht oder dass sie ein bisschen Angst hat. Deswegen wird sie jetzt mal ihrer Mutter eine SMS schicken und sagen, Papa ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich weiß, wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen. Und irgendwie ist er die ganze Zeit so böse zu mir. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Kannst du mich vielleicht doch abholen? Und Iana antwortet natürlich sofort und sagt, klar, kein Problem, Schatz, ich hol dich ab. Gehen wir vielleicht noch gemeinsam etwas essen in San Myshuno. Tut mir wirklich leid, dass dein Vater so ist, aber du weißt ja, manchmal ist er einfach unausstehlich. Und damit die beiden etwas essen gehen können, werde ich hier ein Restaurant platzieren. Dazu reisen die beiden jetzt einfach mal dorthin und dann werde ich ein Restaurant platzieren. Und wehe, jetzt schreibt irgendwer in die Kommentare, ich bin schuld, dass Lou und Raya sich gestritten haben. Ich habe es wirklich versucht. Ihr habt es doch gesehen. Es hat einfach nicht geklappt. Ich weiß auch nicht, warum. Aber wir werden hier jetzt ganz schnell ein süßes Restaurant platzieren. Ich hoffe, ich finde schnell etwas Gutes. Ich möchte keines, das so unfassbar fancy ist. Ja, vielleicht nehmen wir einfach dieses. Das ist von Lil Simsy. Ich schaue nur schnell, welche Dinge ich davon nicht habe. Okay, das ist alles halb so schlimm. Ja, perfekt. Platzieren wir einfach das hier und dann können die beiden noch etwas essen. Und Raya wird ihrer Mutter wahrscheinlich noch ein bisschen mehr von allem erzählen. Also, dass Lou eben früher gekommen ist, um sie von der Schule abzuholen, dass er dann wieder gegangen ist. Und ja, dass das alles gar nicht so gut funktioniert hat zwischen den beiden. Ich warte mal, bis Angestellte spawnen und jetzt wird sie mal ihre Mutter liebevoll umarmen. Und einfach ihre Unsicherheiten mitteilen und einfach sagen, hey, Papa hat gesagt, mein Outfit sieht komisch aus. Weißt du, was er damit meint? Er war irgendwie voll gemein und hat gesagt, wie kann ich nur so rausgehen? Und Iana ist natürlich total bestürzt und versteht nicht, wie Lou sowas machen kann. Wie er ihre Streitereien auf seine Tochter projizieren kann.
Dann werden wir sie mal um Bestätigung bitten. Dann wird sie sie nach ihrem Tag fragen und einfach fragen, wie ihr Tag so war, während sie nicht da war. Und dann fühlt sie sich zum Glück jetzt auch schon besser und wird ihr noch einen Insider-Witz erzählen. Also Iana hat es anscheinend wirklich geschafft, den Tag ihrer Tochter wieder zu verschönern. Und warum ist hier ein nackter Sim? Hier sind Kinder. Eva Heck, wie kommst du auf die Idee, hier nackt herumzulaufen? Ja, keine Ahnung, was mit diesen Sims schon wieder ist. Und dann werden sie jetzt hier um diesen Tisch bitten, denn Raya hat noch immer nichts Richtiges gegessen und es ist schon nach 20 Uhr. Iana fühlt sich übrigens noch immer angespannt wegen dieser Geldheirat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob wir das noch machen werden. Ich bezweifle es eher. Ich glaube, Iana sollte allein sein und auch das Kurze, was auch immer sie letztens mit Mike hatte, war, glaube ich, keine gute Idee. Ich glaube, sie muss jetzt mal allein sein und sich um ihre Tochter kümmern. Und dann werden wir jetzt mal für den Tisch bestellen. Eigentlich wollte ich sagen, Raya braucht nach diesem anstrengenden Tag einen beruhigenden Kamillentee, aber aus irgendeinem Grund können Kinder keinen Tee trinken. Ja. Kann sie irgendwas anderes trinken außer Wasser? Nein. Anscheinend ist überall Alkohol drin, auch im beruhigenden Kamillentee. Dann gibt es für Raya leider nur Wasser. Und ich glaube, Iana braucht nach diesen Neuigkeiten einen Weißwein. Und zwar einen Granite Falls Pinot Blanc. Ich hoffe, es ist gut, Iana. Nach den Nachrichten über deinen Ex-Freund kannst du das gebrauchen. Vorspeise können wir skippen und dann bestellt jeder noch einen Hauptgang. Das ist sehr fischlastig, hätte ich mir bei einem Fischrestaurant tatsächlich denken können. Ich glaube, Raya möchte die Fischtacos und Iana isst einen Lachs in der Kräuterkruste, die Empfehlung des Hauses. Kostet 32 Simoleons, das ist mehr als in Ordnung. Man fragt sich übrigens auch, wie Iana in ihrer Sportkleidung in dieses schicke Restaurant gekommen ist. Aber okay, ich judge nicht. Sie kann sich natürlich anziehen, wie sie möchte. Ich bin ja immerhin nicht Lou. Ich mache mich nicht über das Outfit von jemand anderem lustig. Der Kellner hat ja eine coole Frisur. Wer bist denn du? Duan Thaler. Duan? Keine Ahnung, ob man das Duan ausspricht, aber er hat sehr, sehr coole Haare. Iana wird ihrer Tochter jetzt auch nochmal bei Bedürfnissen helfen. Und zwar werden wir ihr dabei helfen, ein lustiges Gesicht zu machen. Also ich interpretiere das jetzt einfach mal so ein, dass Iana ihr dabei hilft, dass sie sich wieder besser fühlt und sie einfach aufheitert. Also dass sie ihr einfach emotionale Kontrolle beibringt und wie man damit umgeht, wenn man von jemandem enttäuscht wird. Und Iana wünscht sich hier ein Buch zu Ende lesen. Okay, das können wir auch mal anpinnern. Um Ianas Wünsche könnten wir uns ja auch mal kümmern. Gut, Iana möchte auf die Toilette. Raya geht es eigentlich gut, sie ist nur schon sehr, sehr müde. Ich hoffe, das Essen kommt bald. Das dauert irgendwie immer so lange in den Restaurants. Und das Essen ist da, perfekt. Raya, dann kannst du gleich mal deine Fischtacos essen. Deine Mutter ist sicher auch gleich wieder da von der Toilette. Und dann kannst du Lachs in der Kräuterkruste herunterschlingen. Ja, und jetzt essen die beiden hier ihr Abendessen. Wie immer, das mit dem... Schön essen können sie nicht so gut, sie schlingen gerne alles herunter, aber so sind Werwölfe nun mal und darauf müssen wir uns eben einlassen. Raya hat jetzt auch eine Stimmung mit Iana. Absolute Verehrung und größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Also die beiden wachsen wirklich unglaublich zusammen, während die Beziehung zwischen Raya und Lou einfach schrecklich ist. Sie hat jetzt hier auch eine Stimmung schwelender Groll. Kuraya Yuna hegt einen tiefsitzenden Groll gegen Lou. Es ist schwierig, die Vergangenheit zu vergessen oder zu vergeben, was bewirkt, dass sich Kuraya Yuna sehr unwohl in der Nähe von Lou fühlt. Wie gesagt, keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gern in die Kommentare. Ich habe es weder provoziert, noch wollte ich das in irgendeiner Art und Weise, aber jetzt müssen wir irgendwie damit leben lernen. Die beiden gehen auf jeden Fall jetzt wieder nach Hause. Es ist schon sehr spät und morgen ist ja wieder ein neuer Schultag, der hoffentlich ein bisschen besser läuft als der erste. Also der Schultag an sich lief ja nicht schlecht, wenn Raya nicht früher abgehauen wäre. Aber irgendwie ist es den Lehrern dort auch nicht aufgefallen. Vielleicht ist es nicht die allerbeste Schule. Ja, natürlich haben wir vergessen, die Rechnungen zu bezahlen, aber kein Problem. Das haben wir jetzt erledigt. Iana kann jetzt gleich mal ins Bett gehen und... Raya wird jetzt noch ihre Hausaufgaben fertig machen und dann wird auch sie ins Bett gehen. Und ich werde den Part an dieser Stelle dann auch schon beenden.
Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!